Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Und ich bin, ja, ihr seht es, wieder mal im Herbst, im spätherbstlichen Wald unterwegs und nehme euch ein bisschen mit auf ein bisschen Fotografie im Wald. Ja. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen die Sonne durch. Wie ihr seht, ja, es ist ein bisschen lichtmäßig etwas fade. Aber ich glaube, das wird schon noch ganz spannend. Wenn die Sonne durchkommt, haben wir sicher noch ein paar nette Effekte. So, was soll es heute gehen? Ja, Spätherbstfotos im Wald. Schauen wir mal, was wir nutzen können. Ich habe heute mit am Start eine Sony A7 IV mit einem Sony 24-1.4 und ein Samyang 45-1.8 ist auch noch mit dabei. Ist immer eine nette Kombi, da kann man immer recht schön variieren. Hat eben starken oder doch guten Weitwinkel und so eine Art Normalbrennweite. Los geht's. Das ist so ein Motiv, da kann ja ein Fotograf nicht vorbeigehen. Ja, und ihr werdet jetzt sagen, oh, wo ist denn das Motiv? Ja, was ist es denn? Ja, hier ist es. Ja, diese Pfütze. Diese Lacke, wie man so sagt, bei uns in Österreich sagt. Und diese Lacke, mit der werden wir mal ein Foto machen. Noch ein kleiner Tipp am Rande zu diesem Lackenfoto. Wenn Sie irgendwo reflektierende Oberflächen habt, ja, Lacken, Pfützen, Gas, Spiegel, was auch immer, geht es nicht dran vorbei. Nutzt das als mögliche Bildkomposition. Ja. Alles, was irgendwie reflektiert oder ein bisschen surreal wirkt, das kann durchaus immer sehr interessant sein für euer Bild. So, wir schauen weiter. Und ich kann euch ja, wenn mir nicht die Puste ausgeht, eigentlich ein bisschen was dazu erzählen zum Thema 24 mm. Ich habe mir dieses 24 mm jetzt geholt, dieses G-Master von Sony. Ach, was soll ich dazu sagen? Ich habe noch nicht viele Bilder damit gemacht, aber es scheint eine sehr gute Linse zu sein. Das ist ja an und für sich bekannt, dass diese G-Master-Serie ja eigentlich alle Linsen top sind. Ihr hört das gerade im Hintergrund, der Wald lebt. Nein, es werden hier ein paar Bäume geschnitten, ein bisschen ausgeholzt. Möglicherweise begleitet uns dieses Geräusch des sogenannten Fichtenmopeds, wie man sagt in Österreich, ein bisschen länger. Na gut, soll sein. Hier habe ich ein neues Motiv gefunden, das finde ich auch sehr attraktiv. Ich zeige es euch gleich mal. Ja, was wollte ich euch nochmal zum 24er erzählen? Ich habe ja schon sehr lange in Verwendung das Samyang 24-1.8 und habe sehr viel meiner Jobs auch damit gemacht. Das ist eigentlich so gut wie auf jeder Hochzeit mit dabei und hat immer gut gedient. Ja. Und das Sony 24-1.4 G-Master ist eigentlich sozusagen das Upgrade dazu. Ja. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, das kostet auch das Dreifache. Ja. Das Samyang liegt aktuell so irgendwie bei 400 Euro hier in Österreich. Und das Sony 1200-1300 Euro, vielleicht mit Cashback ein bisschen günstiger, aber sag mal unter 1000 Euro kriegst du es nicht, seriös. Gut, Wumsti, ja, geht's rund. Ja, aber ich erwarte mir natürlich auch einige Vorteile, keine Frage, sicherlich um einiges besser als das Samyang. Ob man diese Unterschiede auch sehen wird oder ob die nur Fotografen sehen oder auch der Endkunde, kann ich noch nicht sagen. Ja. Ich war immer sehr zufrieden mit dem Samyang, ist eine Top-Linse, alles gut. Und jetzt habe ich ein bisschen abgegradet. Schauen wir mal, ob es vielleicht noch alles ein bisschen besser wird. Naja, lassen wir uns überraschen. Nichtsdestotrotz, wir sind hier weiter im Wald unterwegs. Es soll jetzt gar nicht so sehr um dieses Objektiv gehen, sondern mehr um das Finden, Suchen, Finden und Fotografieren von interessanten Spätherbstmotiven. Gut, ich sag mal, gehen wir in diese Richtung weiter. Geht raus, fotografiert, macht das, seid keine Stubenhocker, habt keine Angst vor niedrigen oder vielleicht auch Minusgraden. Das ist ja alles part of the game, wie es so schön heißt. Das gehört dazu. Wer interessante Motive haben will, braucht oft unterschiedliche Tageszeiten. Mal früh, mal spät, mal kalt, mal Regen, ja, ist alles dabei. Aber das ist es, was es eigentlich ausmacht, ja, was diese Fotos besser machen, besonders machen und euch auch im Vergleich zu anderen ein bisschen abhebt. Hier habe ich einen gefällten Stamm liegen. Leider ist das Licht jetzt noch immer ein bisschen langweilig. Wenn wir uns hier mal ein bisschen in die Sonne drehen, ja, die kommt von da oben, wenn sie mal durch die Wolken kommt. Ja, ist ein bisschen schwierig zu fotografieren, wüsste ich jetzt am Anfang auch nicht, was das
oder die interessanteste Perspektive ist, was ich in so einem Fall oft mache, ist, ich gehe mal rum. Ja. Ich schaue mir das Teil jetzt mal von verschiedenen Seiten an, schaue aufs Licht, schaue aufs Motiv und überlege mir dann eine Perspektive, die vielleicht interessant sein könnte. Aber natürlich gibt es auch so Fälle, wo dann kein interessantes Foto entsteht oder wo ich eins mache, aber mir dann denke, boah, kommt nicht in die Auswahl. So schöne gelbe Herbstblätter, so Herbstlaub, wie man sagt, ist auch immer ein Eyecatcher. Ja. Das mache ich persönlich immer ganz gern so im Gegenlicht. Das haben wir jetzt nicht sehr ausgeprägt, aber das ist, kommt richtig gut. Ja. Wenn das Sonnenlicht durch die Blätter scheint, ist das immer ein sehr, sehr cooles Motiv. Ich probiere mal was, aber ich würde mir nicht allzu viel erwarten aufgrund der Lichtbedingungen. Das hier dürfte ein von einem Biber gefällter Baum sein. Man sieht hier noch deutlich die Bissspuren, schon einige Zeit wahrscheinlich her. Sogenannter Biberverbiss. Aber das gibt auch ein schönes Bild. Auch dieses Grün von diesen zwei, drei Blättern, die da rauskommen, finde ich gut. Das werden wir gleich mal probieren mit dem Weitwinkel, ob das ein attraktives Motiv wird. Noch ein paar Worte zur Objektivwahl, die ich heute dabei habe. Das 24er ist klar, das muss ich einfach mal testen, raus damit und schauen, was das Sony so liefert. Wovon ich ja ausgehe, dass das einfach gut und sehr gut sein wird. So, warum habe ich ein 45er auch noch mit? Das 45er ist bei mir so der 50er Ersatz, wenn es klein, leicht, kompakt sein soll. Ja. Und es gibt einfach Motive, die verlangen nach mehr Brennweite. Du kannst mit 24 nicht alles abdecken. Ja, also da bist du schon sehr eingeschränkt und hast immer alle Bilder seinen ähnlichen Look. Ja. Und wenn ich unterwegs bin, ich habe nur eine ganz kleine Tasche hier mit, dann nehme ich eine zweite Linse mit, die halt eine andere Brennweite hat. Manchmal auch eine andere extreme Brennweite. Ich habe manchmal auch ganz gern zum Beispiel einen 75er mit oder auch einen 135er. Einfach um eine andere Perspektive zu bekommen. Dass ich möglicherweise auch das gleiche Motiv, aber doch mit unterschiedlichen Brennweiten ablichte. Ich zeige euch mal so ein typisches Beispiel, wo ich jetzt das Objektiv wechseln würde. Ja, das ist jetzt einmal sehr unauffällig, aber wenn ich da jetzt mal rangehe und das iPhone ist ja auch eigentlich eine Weitwinkelgeschichte, habe ich hier ein Motiv, das ja im Weitwinkel ja einfach hier absäuft. Ja. Das ist hier, also ihr seht das selber hier im Hintergrund, die ganzen vielen Äste, die Strukturen. Dieses Motiv kommt einfach im Weitwinkel meiner Meinung nach nicht besonders gut. Also das wäre so ein Grund, jetzt einen Objektivwechsel zu machen auf die 45 mm von Samyang und dann sieht das gleich anders aus. So herrlich, ja. Jetzt kommen wir hier vorne ans Wasser. Wasser ist immer gut, ja. Also Wasser macht irgendwie immer bessere Bilder. Ihr seht das hier, also ziemlich, ja, wunderbar. Wunderschön, schön ruhig, fast niemand da. Man hört nur die Naturgeräusche und kann sehr ruhig, ja, und für sich alleine schön fotografieren. So, und da werden wir uns noch ein paar Motive erarbeiten, hier rund um dieses Gewässer. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch mal die Umgebung an, also sondiert ein bisschen die Lage und dann beginnt sie ein bisschen auf Motivsuche zu gehen. Ja, und hier habe ich zum Beispiel diesen Holzstamm, dieses Holzstück hier im Wasser. Das könnte schon mal ein Motiv sein. Man muss natürlich auch so, wie soll ich sagen, so im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben. Ja. Ich habe da vorne auch ein Holzstück, was im Wasser liegt, hier in der Mitte genau. Ich kann mal ein bisschen hinzoomen. Das sieht auch recht gut aus, nur meine Brennweiten, die ich mit habe, die geben das nicht her. Ja. Das weiß ich schon, da brauche ich gar nicht mal versuchen, das zu fotografieren. Das wird nichts mit den Brennweiten, die ich mit habe.
Gehen wir mal näher ran. Dieses Motiv muss man sich eigentlich erarbeiten, vielleicht auch mit unterschiedlichen Brennweiten. Schauen wir mal her. Ups. Und es ist wirklich so, also das kann ich euch nur als Tipp geben, Motive muss man sich erarbeiten oder die bestmögliche Variante. Ja. Das gibt relativ viel her. Hier habe ich diesen Bogen, der geht ins Wasser. Da kommt noch ein bisschen die Sonne raus. Ja, ja, das ist wirklich interessant. Das kann man schön inszenieren. Da kann man ein schönes Foto machen. Probieren wir es aus, wieder mit 24 als auch mit den 45 mm. Das schreit natürlich nach einer Aufnahme. So, ihr Lieben, das war's jetzt für heute. Ihr seht hier im Hintergrund, beginnt es leicht zu schneien. Ende November, an und für sich auch ganz normal. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick in meine Naturfotografie. Ich schwenke mich dann noch so mal, wie ich das so gerne mache, auch im Herbst, im Prinzip zu jeder Jahreszeit, ist egal. Auch wenn das Licht nicht berauschend ist, es finden sich immer interessante Motive. Ja, und gute Bilder kann man immer machen. Ich hoffe, das Video war ein bisschen interessant. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen auf so eine kleine Naturfotografie-Tour. Das war, Ganze war vielleicht eine Stunde, aber es sind doch einige gute Bilder herausgekommen, wie ich finde. Also, bleibt mal treu, Abo dalassen, Glocke aktivieren, dass ihr auch nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch immer gut Licht, euer Fototrainer. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus, tschüss und Baba.